Gut, das nehme ich dann ja von der Insel hier oben mit. Da kann ich jetzt erstmal ausladen. Du kannst von mir aus auch wieder zurück. Gut, und dann würde ich hier mal sagen... Einmal Zuckerrohrplantage, zweimal Zuckerrohrplantage. Was ich nicht weiß, was mich jetzt irgendwie ein bisschen... Das ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal, aber jetzt ist es halt so. Interessieren würde, hier kommt die Schnapsbrennerei hin, da ist eine Tonne. Komm, anderer sagt auch noch eine Tonne. Okay, sie wäre gerade losgelaufen. Habe ich sie gerade ein bisschen abgewürgt, das wollte ich nicht. Okay, machen wir mal so. Gut, und dann würde ich hier mal sagen... 1, 2... So rum wollte ich das. Genau. So, und dann können wir euch alles wieder einladen. Hier Baustoffe. Wieder rein. Wieder rein. Wieder rein. Und dann geht's jetzt dahin. Und da müssen wir unser Erz einsammeln. So, und hier wollte ich übrigens ein neues Schiff bauen. So, und dann müsste ich da mal gucken. Okay, du sammelst jetzt bitte in Zukunft auch noch Alkohol ein und lieferst den dann auch bitte aus. So, okay, hier sind wir auch angekommen. Dann würde ich dich mal ausladen, dich mal ausladen, dich mal ausladen. Und dann würden wir hier eine Erzmine hinsetzen. Pam! Und dann könnten wir da einen Kai hinsetzen. So. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter hier. Und das könnte genau passen. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Piraten haben das Feuer eröffnet. Genau so. Okay, da brauche ich noch mehr Stein. Da muss ich noch mal Stein holen gehen.
Wir können auch einfach ein Steinmetz hinbauen, aber das kostet wieder so viel Geld. Geld, Geld, alles kostet immer Geld. Ich hab doch keins, Mano. So, und zu Hause habe ich ja eh viel zu viel. Die Eskapade. So, das kann wieder zurück, das kann wieder weg und das kann wieder hoch. Und dann würde ich mit dir zurück hierher fahren. Boah, die haben echt eine Flotte, das ist affenartig. So, mein Schiff ist wieder da. Wir können Steine ausladen. Holen. So, ja, ich wollte hier bauen und zwar Kais. So. Wunderbar. Dann klappt es und dann können wir hier jetzt endlich mal sagen, Platz. Und zack. Genau. So, dann können wir hier noch ein paar Steine ausladen. Können wir hier noch mal ein bisschen bauen. Wir setzen da nämlich noch ein paar Kais hin. So. Dann können wir die restlichen Steine jetzt auch noch ausladen. Und dann können wir jetzt zu dir sagen, du kriegst eine Route, und zwar die hier. Und du lädst einen den da. Und fährst zurück hierher. Und lädst die dann auch wieder aus. Und dann gib ihm. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. So. Also das ist echt ätzend mit diesen Schiffsreaktionen auf Befindlichkeiten. Und mir gehen bald wirklich die Erzminen aus. Komm, das können wir eigentlich so machen. Und zurück. Und dann bitte hier runter. Und du kannst bitte noch mal eins bauen. So, momentan haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke nicht, dass das reicht. Ich glaube, ich brauche wirklich 10. Ach ja, das wird lustig. So, Alkohol erholt sich, Tabak erholt sich, Stoffe erholen sich, Holz, Stein, Gewürze. Wunderbar. Jetzt haben wir endlich mal einen Zustand, wo wir sagen können, okay, es ist stabil, es reicht. Für ein Weilchen zumindest. Dann können wir jetzt eine Flotte aufbauen. Ich bin natürlich gespannt. Ach, warte mal, hier oben wollte ich auch noch.
So, meine Bilanz ist natürlich super duper. Okay. Was machst denn du noch hier? Was war denn das gerade für eine Aktion? Kannst du mir das mal erzählen, bitte? Sag bloß, du hast ja jetzt gesehen. Sag bloß, du hast ja jetzt gesehen, dass da nichts ist. Okay, wo ist denn Innsbruck? Ingolstadt. Innsbruck ist da und die haben auch keine Minen mehr. Das ist ein freier Händler. Der kann weg. Und dann kann das von mir aus Holz sein. Dann kann der weg. Und der ist Holz. Und der kann weg. Tschüss und tschüss. Das sollte ja prinzipiell einiges beschleunigen. Okay, Holz hat er jetzt nicht dabei, aber das macht gerade gar nichts. Hier hatte ich wirklich gedacht, ich hätte 100 Weintrauben. Da habe ich mich echt getäuscht vorher. Okay. Du hast es, glaube ich, vorher nicht richtig verstanden. Du sollst hier hinfahren und dort das Erz einladen. Und jetzt kannst du mal losfahren. Okay, und warum ist es dann jetzt weg? Also, ich meine, es holt ja irgendjemand ab. Wer holt es ab? Okay, habe ich da unten Erz? Piraten greifen euer Schiff an! Das ist noch nicht gut genug. Wenn ich die Schiffe einzeln rauspflücken will, dann leben die trotzdem noch viel zu lange. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Das ist gut. Dann kommst du mal dahin. Du kannst dich mal reparieren. Du kannst Kanonen einladen. Und den Rest zurückgeben und dann hier hinfahren. Dann kommst du. Es ist okay. Du wirst repariert und dann würdest du als nächstes noch mal ein Schiff bauen. Thank you.
So, und wir hatten ja irgendwo ein Schiff, das ein bisschen angeschlagen war. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne mal reparieren. Schiffsreparatur beendet. So, dann kannst du wieder da runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stimmt das? 1, 2. 1. 2. 3. 4. 5. Und 6. Wunderbar. Wie schaut's mit dir aus? Du bringst fische Lebensmittel. Du siehst gut aus, du siehst gut aus, du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Ich dachte, ich hätte ein Schiff gehabt, das vorher von den Piraten ein wenig malträtiert wurde. Okay. Jupp. Jupp. Ist mir egal. Passt. 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 Ah, da ist es. Und das macht Stoffe, das ist mir auch gerade ziemlich egal. Das heißt, du kannst ruhig dahin fahren und dich reparieren lassen. So. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Dann speichern wir mal schnell. Spielstand gespeichert. Die Feuerwehr müsst ihr bald kommen. So, dann gucken wir hier oben nochmal. So, der fährt bis dahin. So, da sollst du hinfahren. Und da sollst du dann sagen, hallo, ich will Rohstoffe. Pam, 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 pam. Dich alles mitnehmen. Also auf Deutsch, die Route hier funktioniert nicht. So, also dich will ich haben. Tukaman Yariho. Okay, guck, der freie Händler hält auch da. Da ist irgendein Fehler im Programm. Das ist ein bisschen ätzend. Das ist echt ätzend, muss ich sagen. Weil das bedeutet ja, dass mein Automatismus nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich natürlich auch kein Erz, ist klar. So, Schiffreparatur abgeschlossen. Schiffsreparatur beendet. Und dann kannst du jetzt mal weiterfahren. Perfekt. Okay, und da unten haben wir schon 6, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch 4 Schiffe. Und dann können wir versuchen, ihn ein bisschen dadurch in die Knie zu zwingen, dass wir seine Versorgung beeinträchtigen.